Sie sind hier, 17. September 2018, 22.55 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Yannick Maden steht nach dem Sieg gegen Mischa Zverev im Achtelfinale des ATP-Turniers in Metz Urheberrecht Getty Images als Lucky Loser rückt Yannick Maden für den verletzten Philipp Kohlschreiber ins Hauptfeld des ATP-Turniers in Metz. Dort bewinkt Mischa Zverev. Lucky Loser Yannick Maden hat beim ATP-Turnier in Metz das Achtelfinale erreicht. Der 28-jährige Stuttgarter, der für Philipp Kohlschreiber Augsburg ins Hauptfeld gerückt war, gewann gegen Mischa Zverev Hamburg 7:5, 4:6, 6:1 und trifft nun auf den Sieger des französischen Duells zwischen Quentin Halys und Davis Cup-Finalist Benoît Paire. Ausgeschieden ist bereits French Open Achtelfinalist Maximilian Matera Nürnberg, der gegen den Litauer Ricardas Berankis 6:7, 1:7, 7:6, 7:1, 4:6 verlor. Kohlschreiber hatte wenige Stunden vor dem angesetzten Match gegen Zverev wegen nicht ausreichender körperlicher Fitness zurückgezogen. Von Sportinformationsdienst.